Ja, moin Leute und willkommen zurück zu We Play Old School. Wieder mit mir Max Holz am Start. Ihr seid bei einer brandneuen Folge GTA 5 bzw. GTA Online News. Ihr fragt euch jetzt, warum so früh schon ein News-Video? Ganz einfach, vor ein paar Stunden ist der absolute Oberhammer an GTA 5-Infos im Netz aufgetaucht. Es geht hier um die eine große Sache, die Rockstar noch ankündigen wollte. Die eine Sache, mit der keiner rechnet und die erst überhaupt niemand glauben kann. Die dann aber im Endeffekt jeden aus den Socken haut und von der PS4, Xbox One und PC-Version überzeugen wird. Ihr erinnert euch, das hatte schon der Insider aus meiner GTA 5 PS4-News mit den exklusiven Gameplay-Infos gemeint. Ja, und wie gesagt, ist die Katze nun endlich aus dem Sack gelassen worden und das Ironische dabei ist, das war Rockstar selber. Die hatten uns das geniale neue Feature für die neue Version schon längst verraten, nämlich genau am Freitag, den 12. September 2014 um 14.38 Uhr. Das war der Tag, an dem der zweite Trailer zum GTA 5 Remake auf dem Rockstar Newswire gepostet wurde. Da hatte Rockstar neben dem großen Newsartikel über die Neuerung für das GTA 5 Remake auch einen Artikel im Rockstar Support-Bereich gepostet. Da ging es darum, wie Xbox 360 und PS3-Zocker die Bonusinhalte zum Beispiel auf PS4, Xbox One und PC freischalten können. Aber, und jetzt wird's interessant, das war eine überarbeitete Fassung vom Entwurf, den ein Rockstar-Mitarbeiter da vorgeschrieben und aus Versehen veröffentlicht hatte. Der Entwurf wurde Sekunden danach sofort wieder gelöscht und der fertige Text reingesetzt. Ein cleverer User aus den GTAForums.com hat jetzt aber mit der Webcache-Funktion von Google den Originaltext wiederhergestellt, also die von Google am 12. September 2014 um 14.09 Uhr gespeicherte Entwurfsversion vom Support-Post, der dann 14.38 Uhr freigegeben werden sollte. Und ihr könnt es euch schon denken, der Originaltext enthält die richtig saftigen und wichtigen Infos, die Rockstar Games eigentlich erst später ankündigen wollte. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob das alles hier legit business bzw. echt ist, dann habe ich hier was von einem großen englischen YouTuber, der auch schon eine News drüber gemacht hat. Der hatte gleich mal seinen Kontaktmann bei Rockstar Games gefragt, den Namen muss der natürlich in Rockstar Dev ändern, falls sich jetzt einige von euch wundern, ja, ob der Entwurf ein Fake ist oder eben nicht, und der Rockstar-Mann meinte gleich, dass alles echt ist. Ich denke das auch, weil der Google Cache nicht so einfach manipulierbar ist, wenn dann auch nur mit großem Aufwand. Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass sich damals ein Hacker in den Rockstar Newswire eingehackt hatte und dann den Entwurf geschrieben hatte, aber ich glaube, das halte ich für übertrieben. Jedenfalls übersetze ich für euch jetzt einfach mal Stück für Stück den von Google gespeicherten Originalpost aus dem Rockstar Support-Bereich. Aber vorher unbedingt hinsetzen, weil das könnte euch, wie der Insider schon vorher gesagt hatte, wirklich aus den Socken hauen. Popcorn schnappen wäre vielleicht auch eine gute Idee. Okay, Hype Train, let's go! Neue Bestandteile in GTA 5 und GTA Online für PS4, Xbox One und PC. Frage: Was werde ich für Veränderungen sehen, wenn ich von der Xbox 360 oder PS3 Version von GTA 5 zur PS4, Xbox One oder PC Version upgrade? Antwort: Grand Theft Auto 5 wird die Leistung der PS4, Xbox One und PC voll ausnutzen, mit grafischen und technischen Verbesserungen insgesamt, um einen überwältigenden Detailreichtum zu gewährleisten. Erweiterte Sichtweiten, feinere Texturdetails, dichterer Verkehr und verbesserte Auflösungen hauchen gemeinsam den Städten, Kleinstädten, Wüsten und Ozeanen von Rockstar North epischer Interpretation Südkaliforniens neues Leben ein. Komplett neue Inhalte und Spielmechaniken, die seit dem Start von GTA Online entwickelt wurden, wie zum Beispiel ein umfangreiches Aufgebot von neuen Jobs, ein Arsenal an neuen Waffen, eine Menge neuer Fahrzeuge, neue Grundstücke und Spielerpersonalisierungen, werden auch für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich sein, mit noch vielen weiteren Dingen, die folgen werden. Zusätzlich werden die Xbox 360 und PS3 Spieler die Möglichkeit haben, ihre Grand Theft Auto Online Charaktere und Fortschritt wahlweise auf PS4, Xbox One oder PC zu übertragen. Grand Theft Auto 5 für PC wird auch ein Videoschnittprogramm für erweitertes Filmemachen bieten. Okay, kennen wir ja alle schon, aber ihr kennt den Spruch, das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen auf die Folter gespannt habe, aber das hier ist es wirklich wert. Zusätzlich zu den oben genannten Features werdet ihr Folgendes sehen. Eine brandneue Ego-Ansicht für Vehikel, also Autos, Flugzeuge, Boote und so weiter, die das Innere des Vehikels zeigt. Mit funktionierenden Geschwindigkeits- und Drehzahlmessern, Armaturenlichter und mehr. Eine brandneue Ego-Ansicht zu Fuß. Ich meine, ist das jetzt geil oder was? Leute, die Ego-Ansicht endlich in GTA 5, ihr könnt euch ja sicherlich dran erinnern, dass es schon mal eine Ego-Ansicht gab, aber eben nur als Mod und nicht offiziell von Rockstar Games. Dazu zeige ich euch später noch was. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr abwarten, in so richtig edle Klassiker wie den Tornado, den Manana, den Roosevelt und so weiter einzusteigen, um mir dann die ganzen Armaturen anzuschauen und dann in der Ego-Ansicht durchs Land zu cruisen. So schön mit einem von den 109 Songs auf den Ohren oder eben allgemein mir das Innenleben von allen Vehikeln anzuschauen und dann beobachten, wie sich die Anzeigen bei bestimmten Geschwindigkeiten und Fahrverhalten bewegen. Da gibt es einfach so viel Neues zu entdecken.
Auf jeden Fall ein krasser Aufwand, den der Rockstar Games betrieben hat, finde ich. Ich meine, die haben dabei 244 Autos komplett das Innenleben neu modelliert. So, nur mal kurz zur Erinnerung. Die Ego-Ansicht hatten wir im Ansatz schon im ersten Trailer zum GTA 5 Remake gesehen. Dort halt nur mit der Über-die-Schulter-Sicht angedeutet, aber auch schon mit animierten Tachometern und so weiter. Hatte ich ja auch schon mal in den Trailer-Analysen gesagt. Die Ego-Ansicht zu Fuß finde ich auch klasse, weil es einfach das Gameplay komplett verändert. Ich stelle mir da gerade einen Deathmatch aus der Ego-Perspektive vor. Ja, fuck, das wird für mich erstmal richtige Umstellung werden. Okay, weiter im Text. Eine Fülle an neuen Easter Eggs und Zufallsereignissen für den Story-Modus. Ja, super Sache, gibt's für mich wieder einen Haufen Videos zu machen und ich habe noch mehr Unbekanntes zu entdecken. Neue Tiere in Los Santos, ja, wissen wir schon, mehr dazu in meiner Screenshot und Trailer Nummer 2 Analyse. Dann Tiere in GTA Online, das ist auch komplett neu. Hier zwar noch mit einem Fragezeichen versehen, aber hey, es handelt sich immerhin um einen Entwurf. Vorher ging ja das Gerücht um, die Tiere wurden aus Gründen der Moral nicht mit in GTA Online eingebaut, also um angeblich Treibjagden zu verhindern, sowas ähnliches wie Treibjagden. Aber ich denke, der wahre Grund ist die schwächere Hardware-Power von Xbox 360 und PS3. Spieler, die ihre Charaktere von Xbox 360 oder PS3 übertragen, erhalten kostenlose neue Waffen und eine kostenlose Garage in GTA Online. Also noch zusätzlich zu den 2x500.000 GTA-Dollar im Story- und Online-Modus. Ja, für alle Obdachlosen unter euch mit chronischer Geldarmut. Ein überarbeiteter Charakter-Auswahlbildschirm. Meinen die jetzt den Auswahlbildschirm im Story- oder den im Online-Modus? Kann ich euch leider nicht sagen, aber finde ich auch top, immer her mit den Neuerungen. So Leute, das war's mit dem Infohammer, den Rockstar uns eigentlich später über die Rübe ziehen wollte. Ja, was haltet ihr so vom Ego-Modus, den Tieren in GTA Online und den neuen Easter Eggs? Auch so begeistert wie ich oder eher nicht so? Und vor allem, was werdet ihr denn als erstes damit anstellen? Haut's einfach mal in die Comments, wenn ihr mögt. Zum Schluss gibt's wie versprochen noch etwas gemoddetes Ego-Ansicht-Gameplay, dass ihr schon mal einen guten Eindruck davon bekommt, wie es dann auf den neuen Konsolen und dem PC aussehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video, ihr haut rein und ich bin raus. Oh,